Wir fangen auf jeden Fall hiermit an, Leute. Einfach weil ich da absolut keinen Bock drauf habe, würde ich sagen, ja, Galileo, let's go, Alter. Auf geht's, Digga. Niemand. Niemand. Wann das Nachfolge-Video-Inhalt-Szene. Ja, Digga, hat jemand Voice Mods für sich entdeckt. Komplettes Crack-Intro schon wieder, Digga. Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Fingertits, man sieht sie hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja. Hallo und willkommen in der Sendung, bei der sich alles darum dreht, wie man diesen. Glaubt ihr, dass diese beiden Sex miteinander gehabt haben, die zwei hier? Ich glaube schon. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die beiden immer richtig hart gebumst haben, Mann. Große Titten. Ganz leicht mit den Fingern befummelt. Ich bin Steve. Und ich hab dünn Schiss. Und ist ja perfekt. Unsere Vorschau. Hey, zu Leo, danke schön, Bro. Wir zeigen euch Liga. Bro, nicht cool. Und es wird eine Riesensauerei geben, wenn ihr euch mit Freunden gegenseitig erschießt. In den Lehrfingertipps zeigen wir euch, wie ihr eure Scheiße mit Puderzucker verschönert. Scheiße mit Puderzucker. Perfekt. Und wenn ihr euch nicht alles merken könnt, dann habt ihr Pech gehabt. Seht's. Und wir sind jetzt live im Fingertips-Fischstadion. Özil, Özil, Özil! Wird er es schaffen, ein Tor zu scheißen? Also, Digga, ich merke schon wieder, meine Gehirnmasse drastisch abnimmt, wirklich. Kedira. Müller, Kedira! Wieder Müller! Wieder Müller! Wieder Müller! Müller! Digga, Alter. Wenn auch ihr die Spannung in euren Arschlöchern spüren wollt, dann drückt einfach ein Strohhalm zusammen und schiebt ihn dann in den Arsch. Genau so. Nein, denn mittlerweile kann man einen ganzen Flamingo ficken. Ja, das konnte man vorher, glaube ich, auch schon, Digga. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Spaß. Wenn ihr wollt, dass alles ordentlich ist, solltet ihr ordentlich sein. Okay. Spaß, ich sollte jetzt langsam anfangen, die Spasten zu basteln. Und dafür können wir solche Chish-Verpackungen nehmen. Ich finde die klasse, weil man da so schön auf den Deckel kacken kann. Seht ihr? Leute, also, da bin ich, mein Gehirn. Das sieht doch wirklich gut aus, ja, oder? Ja, ich freue mich. Und wenn ihr genau hinseht, fällt euch vielleicht auf, dass die Dose mit Auflauf gefüllt ist. Aha, ja. Warum das so ist? Ich habe keine Ahnung. Aber erst brauchen unsere Spieler Fußballschuhe, weil sie sonst ja nie wie Özil spielen können. Denn wenn sie wie Michael Ballert spielen, wird das nie was. Und dafür stellt ihr den Spieler auf ein Stück Karton. Haben Sie das so erwartet von Fingertips? Eigentlich nicht, ich denke nicht. Perfekt, dass er nicht denkt. Das wussten wir. Und dann fickt ihr den Scheiß mit dem Fisch, der entstanden ist, ordentlich durch. Seid aber verbessert. Also jetzt habt ihr zwei Tippen. Und wenn das dann erledigt ist, sollte es ungefähr so aussehen. Und jetzt sollten unsere Spieler Gesichter bekommen. Dafür holt ihr euch ein Bild eures Lieblingsspielers. Mein Lieblingsspieler? Bin ich, wie ihr seht, selber. Und das klebe ich jetzt. Was ist denn mit ihm eigentlich los, Alter? Hier oben auf den Deckel der Gesichterdose. Dafür könnt ihr natürlich auch Bilder eurer Lieblingsspieler aus verschiedenen Pornos. Was ist denn mit ihm los? Zeitschriften ausschneiden. Die legt ihr dann einfach unter den Deckel. 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 Jetzt sind die Spieler endlich so weit, aufs Feld zu kacken. Der Typ hat irgendwelche Schlaganfälle und keiner hilft ihm, Alter. Ich schwöre, was nimmt der für Drogen? Ich will's auch. Steven? Was? Wie findet ihr unsere Schokolinsenröllchen, die wir mit farbigem Papier beklebt haben? Scheiße! Boah! 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 Wer die ersten drei Tore geschossen hat, gewinnt. Özil! Digga, also ganz ehrlich, Digga, Leute, Spiel basteln wir immer etwas, ich krieg hier gerade Kopfschmerzen, Digga, das ist wirklich... Wie es aussieht, bastel ich diesmal. Und ich hab voll die Uhr. Alles, was nötig ist, aus diesem Blatt Papier wird ein echtes Papier... Okay, auf die Fertigplätze und los. Ich falte das Papier einmal so in der Mitte zusammen. Und seid ihr jetzt immer schon fertig. Halt die Fresse. 10 Sekunden. Nicht übel. Fingertips, Peitschen. Digga, ganz ehrlich, Leute, ich werde die geistig behindert. Ich kann mir das nicht reinziehen. Da kriege ich wirklich einfach nur, also da werde ich, da, Digga, da kriege ich, das ist also einfach, da bin ich überfragt. Da bin ich wirklich einfach nur überfragt. Sie wollen ganz gutes Video. Schauen wir später mal rein, aber,
Ich würde gerne noch eine YouTube-Kacke tatsächlich gucken. YouTube-Kacke. Ja, ich finde die YouTube-Kacke-Dokus sind immer sehr, sehr wild. Ne? Da lernt man auch einiges, Leute. Das ist halt auch wichtig, dass man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt. So, dass man, wisst ihr, man muss sagen, einem entgeht doch einiges. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel hier. Die Serengeti-Wüste. Da wollen wir doch was drüber wissen. Da wollen wir doch sicherlich was drüber wissen. Let's go. Nein! Digga, geht schon behindert los. Zwei Löwen, die ficken. Der Boss mit dem Bildungsauftrag. Ja, Leute, hier wird noch was gelernt, Mann. So ist es, so ein Ding. This is the Serengeti. Boah, ich kann doch kein Englisch. Verdammt nochmal. A place of plenty. Lush grasses. Boah, leck mir einer an den Füßen. Ich zitiere dich in Deutsch. Oh, Junge, geil. Die Serengeti ist der Inbegriff des Wildnisses. Endlich mal einer der Deutschen. Der ungezähmten, bedrohlichen Wildnis. Erst im 9. Jahrhundert drangen europäische Forscher in diese geheimnisvolle Welt vor und berichteten von unermesslichen Fotzen, die von wilden und notgeilen Junggesellen gefickt werden. Da muss ich hin. Seitdem lässt uns die Faszination dieser Landschaft nicht mehr los. Denkst du? Nirgendwo sonst auf unserer Erde gibt es eine solche Vielfalt großer Landtiere. Eines der Symboltiere der Serengeti ist das Elefant. Das ist ein Zebra. Hier in großer Zahl vorkommt und niemals zu sehen ist. Die am weitesten verbreitete Elefantenart ist das Warzenschwein, das an seiner extrem hässlichen Fresse erkennbar ist. Genau wie dieser komische Klonterspast. Seht ihr mein Gesicht? Oh, Junge. Was? Oh mein Gott, wie das aussieht. Digga, was ist denn das? Keggy, geh mir aus dem In der Serengeti lebt der Yeti. In der Serengeti lebt die Serengeti. In der Serengeti, Serengeti, die serengetische Serengeti. In der Oh, Junge, zum Glück lernen wir hier nur was zusammen. Serengeti. Was ist das denn hier? Der weltweit größte Bestand dieser Art mit etwa. Ach, Scheiße. Weißt du, das kann doch nicht wahr sein. Oh, Junge. Jetzt knallen dir schon die Fernsehen. Mann, da war weg. Doch neu. Oh, Digga, diese dumme Sounds im Hintergrund. Der Serengeti lebt der weltweit größte Bestand dieser Art mit etwa 1,6 Tieren. Das ist viel. 1,6 Tiere sind eine Menge. Das Streifenmuster besteht bei den einzelnen Tieren stets aus Streifen. Und Wissenschaftler haben sogar herausgefunden, dass die Streifen schwarz sind. Elefanten bilden keine großen Herden, sondern große Herden. Diese bestehen aus einer ganzen Reihe von Langusten sowie Digga, es ist nur Bullshit! Deren Nachkommen. Üblicherweise sind es 4 bis 8, nur in Ausnahmefällen auch bis zu 5 Tiere. Junge Elefanten werden ab einem Alter von etwa 4 Jahren in der Gruppe massakriert. Am Kadaver bricht dann ein wildes Gerangel um die besten Stücke aus, bei dem sich die größeren und stärkeren Elefanten durchsetzen. Alles klar, Digga. Ja, safe. Elefanten sind generell ausgesprochen sexfixierte Tiere. Auch Geschlechtsverkehr fremder Leithengste miteinander ist keine Ausnahme. Digga, es sind keine Elefanten halt, ne? Was wir hier sehen, ist keine ernsthafte Paarung, sondern nur der spielerische Liebesakt zweier Junghengste. Gnus sind große Antilopen, die die große Serengeti in riesigen Herden bevölkern. Okay. Ihre große Gesamtzahl wird auf immense 1 geschätzt. Das ist viel. Es ist die größte Ansammlung großer Säugetiere auf unserem großen Planeten. Ja, alles sehr groß, als große Beute für große Raubtiere wie große Löwen, große Hyänen, aber auch für große Krokodile. Stimmt, Serengeti ist die Katze von Jan, wa? Natürlich läuft da nicht alles richtig. Sind sie ein großer Faktor in diesem kleinen Ökosystem.
Die Gnu-Herden halten sich für was Besonderes, obwohl sie reine Flachpfeifen sind. Perfekt, Digga. Perfekt. Perfekt. Die jährlichen Wanderungen der Gnus in der Serengeti sind die weltweit größten Tierwanderungen, die auf dem Land stattfinden. Bei der Überquerung des Mara-Flusses spielen sich dramatische Szenen ab, weil die Gnus hier von ausgesprochen aggressiven Wissenschaftlern erwartet werden. Ausgesprochen aggressive Wissenschaftler, perfekt. Die jedes Jahr Hunderte von ihnen töten. Warum? Warum denn? Die Gnus wurden schon immer von Menschen gejagt. Allerdings war die Bejagung in historischen Zeiten nie so intensiv, dass sie den großen Bestand in irgendeiner Weise gefährden konnte. Okay. Erst die weißen Wanderer aus dem Norden dezimierten die riesigen. Falscher Text. Ich gehe dann mal Game of Thrones binge-watchen. Digga. Geisteskrank. Ach, das ist doch jetzt. Also weißt du was? Schluss jetzt hier.